heute bin ich mit Clara unterwegs in der Innenstadt, aber nicht um zu shoppen, nein, leider nicht. Wir sind nämlich auf dem Weg zum Arzt. Ich hatte ja vor einiger Zeit erzählt, dass wir Heuschnupfen haben, Allergiker sind. Und wir wollten das einmal behandeln lassen. Heute wird das einmal abgecheckt. Wo müssen wir hin, Clara? Warte, Mami muss einmal gucken. Wir waren da noch nie da lang. Und wir hoffen, dass das einmal geklärt wird. Weil es ist immer nicht so schön, wenn dann der Frühling kommt und dann haben wir eine triefende Nase und juckende Augen. Deswegen sind wir jetzt einmal ganz alleine in Hamburg unterwegs. Mal gucken, was wir heute noch so entdecken. Ach, guck mal, hier gibt es Eiszeit, aber ich glaube, da gibt es heute kein Eis. Das sieht so zu aus. Und wann? Clara, freust du dich schon? Ja. Mal gucken. Wartezimmer sah gut aus. Im Internet habe ich vorher geguckt. Gibt es auch so eine kleine Spielecke für Kinder. Mama-Tochter-Tag. Beim Arzt. Wir sind wieder zu Hause und wir wollten mal unsere Arme zeigen. Also wir haben ja diesen Pricktest, heißt das, glaube ich, gemacht. Komm, wir vergleichen mal Arme. Also es hat so ein bisschen gezwickt und gepiekt. So sieht das aus. Also man sieht, wir sind auf jeden Fall allergisch. Mami sogar um einiges mehr noch als die Clara. Aber Clara hat hier ganz viele Gräser. Dagegen ist sie allergisch und ich habe eigentlich ja so gut wie alles. Wir können das ja einmal kurz nachschauen. Also bei mir sind fast überall Kreuze. Ich habe Gräser, Kräuter, Bäumeflühblüher, Mittelblüher. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Gräser, Haferrocken, Weizen, also alles. Ich habe alles. Und Clara hat eigentlich wirklich nur die Kreuze bei Gräser. Aber ansonsten hat Clara nichts. Und wir haben jetzt beschlossen, dass wir diese Therapie machen lassen. Und zwar gibt es ja zwei verschiedene Varianten. Einmal mit Spritzen geben. Das habe ich ja eine Zeit lang einmal gemacht. Habe ich aber nicht durchgezogen, weil man muss das 3 Jahre lang machen. Da muss man Ausdauer haben, weil man muss ja auch immer wieder zum Arzt und sich da spritzen lassen. Und mittlerweile gibt es eben auch die Möglichkeit, dass man Tropfen oder auch Tabletten bekommt. Das wollte ich mit Clara ausprobieren. Muss man zwar auch 3 Jahre lang machen, aber kann man eben von zu Hause aus machen. Also wir müssen jetzt die Tabletten besorgen in der Apotheke und dann müssen wir jeden Tag müssen wir das machen, Clara. Dürfen wir nicht vergessen. Aber daraus können wir so ein Ritual machen. Das ist ganz gut, dass wir beide das zusammen machen. Dass wir das dann irgendwie abends vorm Schlafen gehen oder morgens. Weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall müssen die Tabletten erstmal bestellt werden in der Apotheke. Das dauert 3 Wochen. Und dann geht's los. Ja, ich hoffe natürlich, oder beziehungsweise ich weiß ja, dass es viele Allergiker, Heuschnupfen, bla, gibt da draußen. Man wird immer so ein bisschen belächelt, habe ich das Gefühl, von Leuten, die das nicht haben. Aber es ist tatsächlich schon etwas, das belastend ist. Gerade wenn man so schönes Wetter hat und man freut sich und das ist alles toll. Aber dann ja, ist man eigentlich die ganze Zeit verschnupft und krank auch. Und deshalb hoffe ich, dass wir das wegkriegen und dass wir vielleicht auch noch anderen Mut machen, sich da gegen zu wehren und auch etwas zu tun. Ich werde auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es bei uns klappt, ob wir dann irgendwann beschwerdefrei sind. Das ist natürlich das Ziel. Ja, ein Abenteuer. Wir schaffen das, Clara. Wir schaffen das. Ja! Ich wollte mal einen kleinen Zwischenstand geben zu meiner Monstera. Weißt du noch, wie sie vorher aussah? Es ist ja gigantisch, wie gut sie wächst. Also ich kann sie wirklich jedem empfehlen, der keinen grünen Daumen hat. Es sind so viele neue Blätter dazu gekommen. Die ist neu, die ist neu. Und unten, die ist auch mega groß geworden. Und die steht im Schatten. Also wirklich eine tolle Zimmerpflanze. Hier geht es schon mal nicht. Claras Pferdearmee. Oder was ist das hier, Clara? Eine Pferdearmee. Ich spiele gerade. Und ich saug hier jetzt einmal kurz durch. Das sind so kleine Fisseldinger. Clara hatte nämlich da gerade Stifte angespitzt. Genau, angespitzt. Das Wort hat mir gefehlt. Hier etwas vor mit der Clara. Okay, super schwer. Das sind noch die neuen Sachen für Claras Zimmer. Das wird übrigens diesen Monat hoffentlich endlich fertiggestellt. Ich komme da jetzt nicht rein, warte mal. So. Das ist ja diese Uhr. Die hatte ich eigentlich für Johann gekauft.
Er hatte, glaube ich, letztes Jahr, also in der zweiten Klasse, oder war das in der dritten? Ich glaube, in der zweiten Klasse die Uhrzeit gelernt in der Schule. Und da hatte ich ihm das extra gekauft, weil man damit echt toll die Uhrzeit lernen kann. Vielleicht hast du diese Szene mitbekommen im Vlog von Silvester. Da hatten wir diese Knallbonbons und in einem dieser Knallbonbons war so eine rosane Uhr drin. Keine richtige, echte Uhr, sondern nur so eine zum Spielen. Clara hat sie ja dann direkt an den Arm bekommen und sie fand das so schön und hat dann auch gefragt, ob sie nicht mal eine echte Uhr bekommen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, kann sie bekommen als Belohnung, wenn sie Uhren lesen kann. Weil sonst macht ja eine Uhr auch nicht viel Sinn. Deshalb wollte ich das jetzt einmal mit ihr machen, weil wir haben ja jetzt noch Ferien diese Woche. Nächste Woche fängt dann wieder Schule an mit Hobbys und allem. Dann hat man nicht mehr so viel Zeit. Und dann kann sie das auch schon, bevor das in der Schule durchgenommen wird, sehen, ob sie jetzt Lust hat. Clara? Ja? Komm mal her. Sie spielt nämlich gerade noch mit Johann drüben. Sie machen so Experimente. Elisa ist übrigens im Kindergarten. Die läuft nämlich schon seit dieser Woche wieder. Guck mal, was ich vorhab mit dir, Clara. Was habe ich vor? Mit mir Uhren lesen zu lernen. Ja. Wollen wir das heute machen? Ja. Okay. Ein bisschen weiß ich auch von hier in diesem Wetterbericht auch. Wetterbericht? Genau, das ist voll süß. Eigentlich ist das etwas, was man dann im Kinderzimmer hinhängen kann, so an die Wand. Und dann können die Kinder hier auch einstellen, wie das Wetter heute ist. Oder ob wir gerade Frühling, Sommer, Winter, Herbst haben. Und das Datum kann man hier oben auch einstellen. Welcher Wochentag es ist und eben natürlich auch den Monat und die Uhrzeit. Also die Uhrzeit kann man eben daraus lernen. Die großen Zahlen sind ja die Stunden. Geht immer bis 12. Wenn die am meisten rumgegangen ist, also der große Zeiger und immer wieder da, ich glaube, dann fängt immer wieder eine neue Stunde an bei der Schule. Und irgendwann klingelt es mal, die da oben ist. Siehst du, genau. Jetzt kommt die Uhrenlehrstunde. So habe ich es auch Johann beigebracht. Also wie viele Stunden hat denn ein Tag? 12. Da steht eine 12. Aber ein Tag hat nicht nur 12 Stunden, sondern 24 Stunden. Das 24. Heißt, genau, das dreht sich zweimal, also zwei Runden macht die Uhr, bevor ein Tag vorbei ist. Wenn da die zweite Runde läuft, dann bist du bei 12 Uhr, ne Clara? Ja. Und dann geht es weiter, dann zählt man aber nicht mehr wieder von 1, sondern dann sagt man 13. Genau, Uhr. Also dann rechnest du weiter, was kommt nach 12? Die 13. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Und dann ist der Tag rum. Wirklich? Ja. Ups. Welche zwei Uhrzeiten zeigt sie gerade an? 4 Uhr, 16 Uhr. Sehr gut. Welche zwei Uhrzeiten zeigt sie an? 6 Uhr, 18 Uhr. Super, sehr gut. Welche zwei Uhrzeiten zeigt sie an? 7 Uhr, 19 Uhr. Super. 5 Uhr und 17 Uhr. Super. Geschafft. Hast du geschafft. Das waren die Stunden. Jetzt müssen wir noch die Minuten machen, aber die machen wir morgen. Okay, jetzt hast du schon mal alle Stunden drauf. Das ist schon die halbe Miete. Das ist richtig gut, Clara. Ja? Siehst du, so schwer ist das nämlich nicht mit der Uhr. Eigentlich ist es ziemlich einfach. Ja. Morgen machen wir weiter, okay? Oder später, wenn du nochmal Lust hast. Richtig toll, Clara. Aber das macht mir schon Spaß. Macht dir Spaß? Ja. Uhren lesen. Muss man auch nur einmal im Leben lernen und dann hat man es drauf. Für immer und ewig. Dann kannst du jetzt spielen gehen mit Johann. Ich glaube, ihr hattet ja Experimente vor. Ja. Komme ich gleich auch mal vorbei, gucken, was ihr da eigentlich macht. Okay. Haben da was vorbereitet. Sie haben nämlich so ein Buch bekommen mit so verschiedenen Experimenten, was man so machen kann. Darf ich gucken, Johann, oder? Ja, du darfst gucken. Ja, darf ich einmal gucken kommen, was ihr da macht? Wir zeigen dir auch gerade, was wir da machen. Okay, welches Experiment macht ihr denn? Dieses hier. Vulkanausbruch. Ätna-Explosion. Oh. Ein Vulkan wollt ihr bauen? Ja. Ja. Oha, okay. Habt ihr denn dafür alles da? Ja. Also müsst ihr auch erstmal Kleister machen, ne? Ja, am Ende müssen wir Kleister machen, Mami. Jetzt müssen wir erstmal ganz viel Zeitungspapier, Johann. Ja, ich mache ein bisschen Kleber auf den Boden.
bisschen doppelseitigen Kleber und dann kannst du ihn überall ranmachen, ja? Das sieht aber schon, also es sieht schon nach einem Vulkan aus, würde ich sagen. Eigentlich nicht. Yeah. Nee? Eigentlich da müssen auch noch Bäume drauf. Achso, meint ihr diese Bäume hier? Die wollt ihr auch nachbauen, diese? Ja, vielleicht. Süß. Okay, ja, dann viel Spaß damit. Danke. Also hier gibt es ganz viele verschiedene, auch mit Knete. Ja, also ganz viele verschiedene Sachen, die man so selber zu Hause machen kann. Ist natürlich super spannend für Johann, er mag ja sowas total gerne. Ja, richtig stolz sogar. Experimente liebe ich. Also wenn es klappt, dann ruft ihr mich, ja? Dann will ich sehen, wie das, ja, wie das da so rauskommt. Okay. Ich werde jetzt einmal so lange zum Mittag kochen. Und heute habe ich gar keinen Plan. Ich weiß gar nicht, was ich kochen soll. So viel habe ich auch nicht da. Ich habe noch eine Menge Tomaten da. Die wollte ich eigentlich mal jetzt verkochen, weil ich glaube, so lange halten die nicht mehr. Ich werde jetzt trotzdem noch so ein bisschen gucken, Anregungen holen. Das klappt immer ganz gut. Also das sind ja immer so einfache Gerichte. Schnell und einfach, das liebe ich für Mittagessen. Du kannst mir mal schreiben, was es heute bei dir gibt. Hähnchen. Muss ich gleich mal gucken, ob ich da noch was in der Tiefkühltruhe habe. Aber eigentlich habe ich ja immer Hack und Hähnchenbrustfilets in der Tiefkultur und auch Tiefkühlgemüse habe ich immer da, damit so schnelle, einfache Mittagessen immer gut funktionieren. Nudeln. Nudeln? In diesem Buch hier kurz blättern noch. Oder Reis? Paprika? Habe ich Paprika? Also Paprika hätte ich auch da und die sieht auch schon leicht schrumpelig aus. Könnte ich also auch gut heute benutzen. Mal wieder dieses Paprikasahnehähnchen. Das habe ich doch schon mal gemacht. War das nicht sogar mit dir zusammen in einem Vlog? Ich glaube schon, oder? Oder war das auf Insta-Stories? Hatte auch sehr, sehr gut geschmeckt. Aber es gibt auch Tomatenhähnchen mit Reis. Hört sich auch lecker an. Die Entscheidung fällt schwer. Aber ich habe richtig Lust, heute mit der Preppi zu kochen. Eigentlich habe ich ja versucht, diesen Essensplan richtig zu machen. Am Anfang der Woche mit Einkaufen und so. Aber ja, jetzt in den Ferien hat das so ein bisschen geschliffen, geschleift. Habe ich es schleifen lassen? Habe ich es geschliffen? So, wofür habe ich mich jetzt entschieden? Erstmal gucken, was der Kühlschrank hergibt. Die Tiefkühltruhe, besser gesagt. Ich könnte alles zaubern. Alles. Ich habe alles tiefgekühlt da. Ich frage mal kurz die Kinder, worauf sie Lust haben. Das Wichtigste ist ja immer, dass die Kinder das gerne essen wollen. Weil ich esse eigentlich gar nicht so viel zum Mittag. Ich weiß auch nicht. Ich bin nicht so der Frühstücksmensch und auch nicht so der Mittagessensmensch. Ich bin eher der Abendsessermensch. Da esse ich immer richtig viel. Ich wollte fragen, was ihr essen möchtet. Was denn? Was gibt's denn? Also ich könnte alles machen, worauf ihr Lust habt. Hört ihr mich? Ja, ja. Gebratenen Reis. Gebratenen Reis. Ich auch gebratenen Reis. Und mit Chinakohl. Ich auch. Mit Kimchi, achso. Ja, Kimchi. Echt? Schon wieder gebratenen Reis? Ja. Ja. Oder wollen wir Paprikasahnehähnchen machen? Oder irgendwas mit Hackbällchen? Dann gebratenen Reis. Gebratenen Reis? Ja. Gebratenen Reis? Ja. Ja. Also jetzt mal wieder gebratener Reis. Seid ihr fertig mit eurem? Noch nicht. Ihr ruft mich, ja? Ja. Ich will das unbedingt sehen. Ich bin jetzt aufgeregt deswegen. Gut, also du hast es gehört, es wird gebratener Reis. Unspektakulär. Habe ich dir schon tausendmal gezeigt, deshalb nehme ich dich dabei heute nicht mit. Das wird sonst langweilig irgendwann. Packe ich mal meine schönen Rezeptbücher wieder weg. Schade. Ich wollte heute eigentlich mit der Preppi kochen. Aber gebratener Reis geht am besten im Bobbel-Bobbel, den Reis und dann in der Pfanne natürlich. Unser Kimchi-Vorrat. Sogar noch 3 von diesen hier. Oh, es haben mir übrigens ein paar geschrieben, dass sie das jetzt auch mal ausprobiert haben. Und sie es auch lecker fanden. Das freut mich natürlich. Der Reis kocht schon. Und ich habe mir überlegt, heute mache ich ein bisschen anders. Ich werde nämlich Paprika und Tomaten unterschummeln im gebratenen Reis. Das ist ja das Tolle daran. Man kann ja eigentlich reintun, was man möchte. Was man übrigens auch sehr, sehr gut in gebratenen Reis reintun kann, ist einfach Ei. Das habe ich, glaube ich, bisher noch gar nicht gezeigt. Also das kann man auch sehr gut reintun. Das ist geschmacklich lecker. Sieht auch nochmal besonders lecker aus, wegen der gelben Farbe, finde ich. Also jetzt heißt es erstmal für mich wieder Gemüse schnippeln. Das heißt, heute kommt gar nicht so viel Tiefkühlgemüse rein, sondern eher so frisches. Ist ja auch viel leckerer, wenn man so frische Sachen hat. Auch wenn sie schon so verschrumpelt aussehen.
Aber alles kann ich da jetzt nicht reintun. Ich habe jetzt 3 schrumpelige Paprikas. Was machst du denn mit schrumpeligen Paprikas? Schreib mir mal. Was kann man noch damit machen? Gefüllte Paprikas könnte ich auch machen, aber es schmeckt meinen Kindern nicht so gut. Allgemein ist Paprika jetzt nicht so das Lieblingsgemüse, muss man ehrlich sagen. Ja, aber ich versuche es immer mal wieder irgendwie runterzuschummeln. Ach so, und das könnte ich dir zeigen. Ein Gericht, das heißt Tomaten und Ei gebraten. Habe ich das schon mal gezeigt? Auch super mega einfach. Ähnlich wie die Nudelsuppe, nur eben mit Reis zusammengegessen. Soll ich das machen jetzt? Weißt du was, ich mache das. Ich mache das jetzt zusätzlich. Ja, ich mache jetzt gebratenen Reis, normal. Schummle da schrumpelige Paprika mit runter. Und dann mache ich noch zusätzlich ein anderes Gericht, das heißt Tomaten, Ei. Das ist, ja, lecker. Ich zeig's dir einfach. So, los geht's. Kannst du mir diese Alufolie geben? Alufolie? Das stimmt ja alle. Aber ich weiß nicht, ob wir noch welche da haben werden. Wir haben ganz viel Frischhaltefolie, aber keine Alufolie. Tut mir leid. Das wäre jetzt noch besorgen. Was ist denn diese Frischhaltefolie? Das ist das hier. Darf ich das auch benutzen? Ich weiß ja nicht wofür. Ist es wasserfest? Es ist wasserfest. Danke, Mami! Was die Kinder auch immer vorhaben. Das Gericht, was ich dir gleich zeige, heißt übrigens auf Chinesisch Qihongshi Chao Jidan. Also ganz einfach übersetzt Tomaten und Ei gebraten. Genauso einfach, wie es sich anhört, ist es auch. Gerade so für kleine Kinder ist das ein richtig leckeres Gericht. Und das isst man eigentlich so in China damals sowieso immer mit Reis. Deshalb kann man das auch heute ganz gut mit gebratenem Reis zusammen essen. Man braucht auch nicht spezielle Gewürze oder sowas. Ich werde gleich auch wieder nur meine Gemüsebrühe benutzen. So, jetzt mache ich erstmal den gebratenen Reis. Fast fertig. Gewürze auch schon rein. Weil das andere, das dauert wirklich nicht lang. Mal anmachen. Der Vulkan ist fertig. Ja. Und? Was kommt denn aus dem Vulkan raus, Clara? Da kommt Brause raus. Ach so. Und aha. Aber nicht in diesem Vulkan drin. Ist da nichts drin? Ja. Wenn du das wieder rein soll, guckst du dir das gleich an. Ja, gucke ich mir gleich an, ja? Ja. Also wie viele Tomaten du machst, ist eigentlich, ja? Du bringst es nach unten. Du bringst es nach unten? Ja. Also wie viele Tomaten du für das Gericht benutzt, ist eigentlich egal. Eigentlich so viele wie möglich. Ich habe jetzt diese kleinen Tomaten benutzt. Und davon habe ich, glaube ich, so 7, 8 Stück. Und dann noch Eier. Kannst du eigentlich auch so viele nehmen, wie du möchtest, aber auch eher viele. Und ich werde jetzt 4 Eier nehmen. So! Das sieht ja richtig toll aus. Du meine Güte! Warte mal, Johann. Zeig doch mal. Mal zeigen. Vulkanexplosion. Das sieht ja fast aus wie so ein Schulprojekt. Ja. Sieht richtig cool aus. Ja. Backpulver und Essig. Backpulver und Essig. Und Lebensmittelfarbe. Ja, das kriegen wir hin. Das habe ich alles in der Küche. Johann wollte kein Kleister drauf machen. Ja, das sieht aber toll aus. Das ist jetzt der Vulkan, ne? Ja. Machen wir gleich alles fertig. Erstmal aber essen, ja? Ja, sieht aus wie ein Bär. Also die Tomate lasse ich erstmal etwas länger drin, bis sie so ihren Saft abgegeben haben, so ein bisschen matschig werden. Eier habe ich jetzt hier reingemacht, das sind jetzt die 4 Stück, würde ich einmal aufquirlen. Das ist jetzt schon ordentlich matschig geworden, ich mache da jetzt auch meine Gemüsebrühe rein, einen Löffel.
Und jetzt kommen noch die Eier rein. Eigentlich total unspektakulär, aber ich zeige es trotzdem die einfachsten Sachen. Also gequillte Eier kommen jetzt auch einfach mit rein. Einfach komplett. Und jetzt so ein bisschen rühren. Und wenn die Eier durch sind, dann ist das Gericht schon fertig. Ja, das war sehr einfach. Schmeckt richtig lecker. Also durch die Tomaten oder durch den Tomatensaft schmeckt es frisch. Und das Tomatensauce mag ja eigentlich auch sowieso jeder. Also gerade kleine Kinder. Nur noch so ein bisschen Ei mit drin und dann kann man das sehr gut zu Reis essen. So sieht das jetzt aus. Vielleicht nicht ganz appetitlich, aber das ist das Gericht. Und es schmeckt super mega lecker. Essen ist fertig! Einmal Tisch decken bitte, ihr Süßen! Wir werden jetzt lecker essen und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!